Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ich bin schon gespannt, was du und ich heute machen. Vielleicht legen wir heute den Grundstein für unser gemeinsames Bauernhaus. Ich freue mich schon drauf. Er rundet das Ganze ab. So. Hier geben wir auch unsere Steinummauerung. Eins, zwei und eins. Zwei große Fenster. So, hier werden wir eine Tür einplanen. Kleines Fensterchen neben der Tür. So. Und so. Eins, zwei, drei, vier. Eines weiß ich definitiv jetzt schon. Dass mich die wahnsinnig machen werden, diese Zombies. Eins, zwei. Nein, da ist's falsch. So. Ja. So, ein Fensterchen. Das hier wird unser Schlafraum. Der muss nicht groß sein. Hier kommt ja nur das Bett hinein. So. Der liegende Stamm. Sehr gut. Das heißt, 2, 3, 4. Und auf. 1, 2, 3, 4. Der liegende Stamm. So. Und schon haben wir unsere Grundmauern gesetzt. Hier würde sich ein großes Fenster gut anbieten. Ein großes Fenster. Nachdem wir hier schön rausgelaufen sind, machen wir hier eine Seitentür. So. Türe, 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 Schlafkämmerchen. Herrlich. Herrlich. So. Ein Stützbalken. Sieht doch gut aus. So, hier auch einen Stützbalken. Ja, super. Und jetzt gehen wir schnell nach Hause. Vorher nehmen wir natürlich noch den Kürbis mit. So, nach Hause wird gegangen. Und ich danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, Bruchstein legen wir hier rüber. Und ich hoffe, ihr hattet heute ein wenig Spaß und könnt euch schon ein wenig vorstellen, wie das Ganze dann aussehen wird. Ja? So. Den Bruchstein holen wir noch. Ach, den lassen wir noch fertig schmelzen. Ich kann nur nachts schlafen. Ich hoffe, ihr konntet euch schon ein wenig vorstellen, wie das dann aussehen wird. Aber ich denke mal, das könnt ihr definitiv. Wir werden sehen, wie weit wir das nächste Mal kommen. Ich hätte vor, nächstes Mal, leider kein Huhn, nächstes Mal die, das zeige ich euch noch schnell, den Boden und die Decke zu machen vom Häuschen. Und einen kleinen Hühnerstall. Da müssen wir noch gemeinsam einen Platz suchen für den Hühnerstall. So. So, ich musste die Aufnahme ein wenig schneiden. Hintergrundfisch. Hintergrund für Schneiden war, dass ich mich nicht vorher umgesehen habe, wie viel Platz wir noch auf der Platte haben. So. So, meine Lieben. Jetzt das ganze Ausmaß des Problems mit den beiden Schnitten. Und zwar, zum einen wurde die Platte voll
Und zum anderen ein schreckliches Ding, nämlich ich habe eine Katze. Und wem aufgefallen ist, diese Katze hat mir in die Aufnahme geschnurrt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Ich verrate euch jetzt nicht genau, bei welcher Minute ich bin. Ich bin sicher, ihr werdet das herausfinden. Weil die Katze nämlich wirklich knapp 1,5 Minuten relativ laut geschnurrt hat. Da ist Faden. Und das geht nicht, das Hintergrundrauschen. Ich habe das nicht wegbekommen, weil ich ja parallel weiter gesprochen habe. Ich habe es probiert mit Rauschunterdrückung, mit Rauschverminderung und was auch immer. Parallel ist dann aus einem Fehler heraus eine Überfüllung der Ratte. Wenn ihr jetzt auf den linken Rand des Bildschirms schaut, seht ihr da eine schwarze, große Figur. Links. Von so lila Dingern umgeben. Dieses Ding heißt Enderman. Wenn man es anschaut, man darf es nicht anschauen. So. Wir könnten auch kämpfen, aber ohne Rüstung möchte ich ehrlich gesagt nicht gegen einen Enderman und 2 Creeper. Toll. Eigentlich will ich jetzt schlafen gehen. Ja. Wenn man ihn nicht anschaut, passiert auch nichts. Das war das Geräusch des Creepers. So. Ach, aber wir können nicht schlafen. Gut. Faden. Kürbis ablegen, verrottetes Fleisch ablegen. So, schon mal Bruchstein. Wir können uns schon weitere Werkzeuge machen. So, eine Hacke, damit wir 2 haben. Oh ja, so ein Feldwerkzeug werden wir uns auch machen, weil das eine ist schon ziemlich lediert. Dann nehmen wir den Stein, das ist Stein, Bruchstein. Ihr seht das, Stein, Bruchstein. Und zwar Bruchstein, 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 Bruchstein. Wir nehmen mit. Das ist der Enderman, der diese Geräusche macht. So. Bruchstein haben wir hier noch. Bruchstein, 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 Bruchstein. Diorit brauchen wir nicht. Auch nehmen wir. Ja, ich weiß, dass da in der Nähe eine Höhle ist. So, auch nehmen wir mit. Holz. Ach. Den nehme ich auch noch mit. Dann werden wir gleich diesen Bruchstein vorbereiten. So. Schließen. So. Wir behalten draußen im Auge, ob es bald sonnig wird. So, sehr gut. Und zwar habe ich davor, etwas zu verbinden. Aber das wird wohl ein längeres Projekt werden. Ich grabe jetzt nur einmal vor, bis Tag ist, weil schlafen können wir sowieso nicht aufgrund des Endermans. Ah, Erz. Wie praktisch. So. Sehr praktisch das mit dem Erz. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, wir haben keine. Oh, doch, wir haben vergessen. Was überaus praktisch ist, weil wir wollen ja verhindern, dass da, wo es dunkel ist, Monster spawnen. Und zusätzlich möchte ich noch, dass ihr etwas seht. Und auf YouTube kommt das Ganze immer ein bisschen dunkler. Das heißt, wenn es bei mir so aussieht, als würde es noch ein wenig gehen, ist bei euch schon zappenduster. Nein, da ist kein Gang dahinter. Das ist Diorit. Auch praktisches. So.
Und die letzte Spitzhacke, also die letzte, wir werden natürlich noch Spitzhacken machen, aber. So, jetzt haben wir hier eine Fackel verloren. Nämlich hier an der Höhe. Die werden wir jetzt hier anbringen. Und zwar hier wieder. So. Sehr schön. Und? Gut, oder? Ja. So. Die Tür müssen wir mal neu schließen. Wir könnten hier eine Druckplatte. Machen wir das gleich. So, wir haben noch Diorit. Bruchstein, 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 lauter Bruchstein, so viel Bruchstein. Was können wir noch brauchen? Eine Tür nehmen wir noch mit. Die Birkenhölzer werden wir uns vorbereiten. So, Birkenholz. Ausgezeichnet. Warum ich mir da die Fichte auch mitnehme? Weil ich vorhabe, mit euch dann auch noch nach oben gehen zum Feld. Warum ich fürs Feld Fichte brauche, das möchte ich gerne jetzt noch nicht verraten. Wird auf jeden Fall eine gute Sache. Was wir noch machen, wir werden hier eine zweite Kiste herstellen, weil ich habe das genauso wie ihr inzwischen schon bemerkt. Wir brauchen eine zweite Kiste. Ich nehme alles so, was Bio-Sachen sind, also gewachsene Dinge, Holz, verrottetes Fleisch, natürlich gewachsene Dinge. Und die gebe ich in diese Kiste. Also Holz, Äpfel, Eier, Kürbis, Setzlinge. Und Getreide, Spinnenaugen, Faden. Der Kürbiskuchen, ganz wichtig. Weiße Wolle. Wolle sehe ich auch, ist gewachsen an. Hier haben wir noch. Genau, Farbstoff. Und den Rest lasse ich da so. Das Getreide, der Kürbiskuchen. Ja, die Sahne nehmen wir mit drauf. So. Eigentlich das ist ganz gut. Eichenholzblätter lassen wir uns auch. Eichenhölzer lassen wir uns auch. Die Wolle. Nehmen wir drei Stück mit, das ist ganz praktisch. Und jetzt schauen wir. Wir sind voll ausgerüstet. Auch diese zwei Stück Kürbis nehmen wir mit. Hier ist ein Skelett. Wir versuchen uns hier anzunähern. Hui! Hier! Ja. Na, da hinten. Brenne, brenne. So, sehr schön. Jetzt haben wir bekommen Knochen. So, das war's für heute wieder. Das Skelett ist tot und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um die Aufnahme zu beenden. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.